Hallo liebe Jury des Wirtschaftswerkstatt Minecraft-Wettbewerbes, da ich momentan leider kein Mikrofon besitze, werde ich die Kommentare mit Hilfe des Speakerbots einsprechen. Am Anfang haben wir die Scheune gesehen. Jetzt sehen wir meine drei Pferde Medina, Admiral Totilas und Tororos. Oh, hier sehen wir einen Brunnen, einen Traktor und zwei Silos. Am Ende meines Grundstückes ist ein Sonnenblumenfeld. Im Inneren der Scheune sehen wir zum einen Kühe und Schafe, unter anderem das Regenbogenschaf JTB. Oben habe ich einen kleinen Hühnerstall und ein Heulager, unter welchem sich auch ein kleines Kistenlager befindet. Nun sehen wir im Schnelldurchlauf den etwa 10 Minuten langen Weg zu meiner Haupteinnahmequelle, die sich bei den Koordinaten x200 und z4800 befindet. Im Inneren des Hügels befindet sich die Hühnerfarm mit etwa 90 Doppelkisten voll Eiern. Hier verkaufe ich Eier, um zu demonstrieren, dass es immer aufgefüllt wird. Im Außenbereich habe ich die Weizenfarm. Und die Zuckerrohrfarm. Hier sieht man einen kleinen Ausschnitt meiner Baumplantage oben auf dem Aussichtsturm. Kann man die ganze Plantage sehen und ein Schiff, welches ich als Lager verwende. Hier sehen wir, wie ich Holz zu Schüsseln und zu Pilzsuppen verarbeite. Nun fahre ich auf das Schiff für eine kleine Besichtigung des unvollendeten Lagers. Hier eine Brücke. Vielen Dank, liebe Jury, dass ich die Chance bekommen habe, hieran teilzunehmen. Viel Spaß beim Besichtigen der anderen Bauwerke.